Der russische Außenminister Lavrov und sein US-Amtskollege Blinken haben in einem Telefonat am Montag die Lage in Afghanistan besprochen. Bei dem Telefonat ging es um die Situation in Afghanistan, die sich nach der Flucht des Staatschefs aus dem Land, dem Zusammenbruch der derzeitigen Machtorgane und dem geschehenden Regimewechsel gestalte. Der schlimmste Ausbruch des Coronavirus seit einem Jahr mit der Delta-Variante, schwere Überschwemmungen, ein schwächerer Immobilienmarkt und Autoabsatz haben China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, unter Druck gesetzt. In China hat die Industrie im Juli an Fahrt verloren. Unternehmen kämpfen infolge neuer Lockdowns zur Eindämmung der Delta-Infektionswelle mit Lieferengpässen und höheren Kosten. Auch der Einzelhandel kann nicht als Wachstumsmotor dienen. China soll ein Geheimgefängnis in Dubai betreiben, in dem auch Angehörige der muslimischen Uiguren festgehalten werden sollen. Dies berichtete die 26-jährige Chinesin Wu Huan, die nach eigenen Angaben mit ihrer Flucht ins Ausland einer drohenden Auslieferung in ihre Heimat entgehen wollte. Sie habe dort Probleme befürchtet, da ihr ebenfalls aus China stammender Verlobter als Dissident gelte, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. Peking und Dubai wiesen Wus Darstellung zurück. China hat sich nach der Eroberung von Kabul durch die Taliban zu freundlichen Beziehungen mit den neuen Machthabern in Afghanistan bereit erklärt. China respektiert das Recht des afghanischen Volkes, unabhängig sein eigenes Schicksal zu entscheiden und ist bereit, freundliche und kooperative Beziehungen mit Afghanistan zu unterhalten, erklärte Außenamtssprecherin Hua Chunying. Nachdem die Taliban Kabul erobert haben, wollen immer mehr Menschen aus dem Land fliehen. Menschen, die sich an einem Flugzeug festhielten, stürzten hinunter und starben. Außerdem teilte das usbekische Verteidigungsministerium mit, dass sie ein afghanisches Flugzeug wegen Grenzübertretung abgeschossen haben. China ruft sich selbst zum Gewinner der Olympischen Spiele aus, mit Medaillen aus Taiwan und Hongkong. Chinesische Medien propagieren statt der insgesamt 88 Medaillen Chinas, inklusive 38 Goldmedaillen, auf einmal 42 Gold- und 106 Gesamtmedaillen. Möglich machen es 18 weitere Medaillen, die nicht die chinesische Nationalmannschaft gewann, sondern die sogenannte Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Das deutsche Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer haben erste Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. In den kommenden Wochen sollten diese Daten einer Phase 1-Studie auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und weiteren Behörden eingereicht werden, teilten die Unternehmen am Montag mit.